Damaskus im Morgengrauen und die Bundeswehr im Nebel. Bislang hatten deutsche Soldaten und Syrien nichts miteinander zu tun. Jetzt hat die Bundesregierung zwei Staffeln des Raketenabwehrsystems Patriot in den Nahen Osten geschickt. Unterstützung für den NATO-Partner Türkei. Die klassische Ausgangslage für einen möglichen Krieg. Auch der Feind steht fest. Bashar al-Assad. Präsident Obama hat Assad aufgefordert, zurückzutreten. Im Klartext, uns interessieren keine Einzelpersonen. Uns interessiert das Schicksal Syriens. Eine Rakete reagiert automatisch. Müssen Sie sich vorstellen, wie eine Alarmanlage, die Sie einmal scharf stellen. Wenn dann einer reinläuft, piept's. Wenn wir über den Präsidenten reden, dann geht es um die Souveränität des Landes und das Schicksal des syrischen Volkes. Militärisches Eingreifen wird nicht verhindern, dass der Krieg über die Grenzen Syriens hinaus die ganze Region in Flammen aufgehen lässt. Soldaten der Flugabwehr in Mecklenburg-Vorpommern beim demonstrativen Vorführen ihrer Fähigkeiten. Bodengebundene Luftverteidigung heißt sowas. Deutsche Patriots sollen in der Türkei anfliegende Skat-Raketen aus Syrien rechtzeitig erkennen und zerstören. Eine heikle Mission. Oberst Markus Ellermann, der Chef der Truppe, versucht vor der versammelten Presse den Einsatz irgendwie so normal wie möglich erscheinen zu lassen. Deutsche Patriots waren das letzte Mal vor Jahrzehnten im Golfkrieg im Ausland stationiert und kamen nicht zum Einsatz. Und so spielt die Bundesregierung den Vorgang herunter. Der NATO-Partner Türkei hat um Beistand gebeten. Und Deutschland ist schließlich Bündnispartner. Alles reine Routine also. Dafür ist man schließlich ausgebildet, lautet Oberst Ellermanns Credo. Die offizielle Sprachregelung ist klar. Kein zweites Afghanistan. Abschreckung heißt das Stichwort, das Oberst Ellermann an diesem Wintertag in jede Kamera sagt. Ich gehe davon aus, dass die Stationierung unseres Waffensystems ein deutliches Zeichen ist im Rahmen der NATO-Allianz. Und erhoffe mir natürlich auch ganz persönlich, dass dieses starke militärische Zeichen der gegnerischen Seite signalisiert, dass sie nicht weitergehen sollte. Knapp 5 Flugstunden entfernt, die gegnerische Seite. Der Präsidentenpalast von Bashar al-Assad in Damaskus, Ende 2012. Drinnen bereiten Fernsehtechniker unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen eines der seltenen Interviews vor, die Bashar al-Assad westlichen Medien gibt. Die Opposition hat gerade das Gerücht verbreitet, Assad würde möglicherweise im Kampf gegen die Aufständischen Giftgas einsetzen, wie einst Saddam Hussein gegen die Kurden. Haben Sie schon mal gehört, dass ein Land chemische Waffen benutzt, um Terroristen zu bekämpfen? Ich habe noch nie davon gehört. Das sind Waffen zur Massenvernichtung. Wie kann ich die benutzen gegen kleine Gruppen von Terroristen, die in Städten operieren? Wir bekämpfen sie in den Vorstädten. Sie haben selbst gesagt, dass Sie hier Detonationen hören. Sowas hören Sie nicht auf dem flachen Land. Das ist nicht realistisch und auch nicht logisch. Unsere Gegner benutzen das Argument, um den Druck auf Syrien zu erhöhen, um Syrien anzugreifen. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Für gewöhnlich leben 2 Millionen Menschen in der Hauptstadt. Wie viel es jetzt sind, weiß niemand genau. Viele sind aus den südlichen Vorstädten geflüchtet. Dort toben seit Monaten heftige Kämpfe. Die Gegend ist Sperrgebiet für Kameras. Und für den Moment sind auch die Explosionen von Panzergranaten und Flugzeugbomben verstummt. Islamistische Brigaden wie Al-Nusra haben den Endkampf um Damaskus angekündigt. Bashar al-Assad hat Elitetruppen in die Vorstädte geschickt. Die Lage ist nicht gut.
Hier fallen unschuldige Menschen Anschlägen zum Opfer. Sie werden durch Terroristen aus dem Ausland ermordet. Zugestanden, es sind auch Syrer darunter. Aber die wichtigste Frage ist doch, haben sie Unterstützung in Syrien? Dann wäre die Lage allerdings hoffnungslos. Naja, er ist nicht ganz auf der Höhe der Ereignisse, was da passiert. Er denkt mehr in die Richtung, dass die Geschichte auf seiner Seite ist. In the thinking that history is on his side. Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens vor dem Bürgerkrieg. Kaum eine Stadt im Nahen Osten hat eine so lange Kulturgeschichte. Schon 1900 Jahre vor Christus wird Aleppo zum ersten Mal erwähnt. Und bis vor kurzem lebten hier Araber und Kurden, Moslems, Christen und Alawiten über Jahrzehnte ohne große Konflikte nebeneinander. Die UNESCO erklärte die historische Altstadt, die Medina, 1986 zum Weltkulturerbe. Und mit ihr auch den Bazar, eines der größten überdachten Einkaufszentren der Welt. Aleppo, das war die Touristenattraktion des Landes. Eine Postkarte des Nahen Ostens bis 2012. Bis die Revolution ausbrach und die Kämpfer der Freien Syrischen Armee im Schutz der Stadt den Guerillakampf aufnahmen. Dann kamen die Bomber der Assad-Regierung und die schweren Waffen der syrischen Armee. Das Aleppo von einst gibt es seit Juli 2012 nicht mehr. Das Weltkulturerbe ist zur Geisterstadt geworden. Schutt und Trostlosigkeit. Die Front läuft mitten durch die Stadt. Wer sich bewegen muss, bewegt sich schnell. Scharfschützen der Regierung und der Rebellen markieren das abgesteckte Terrain, machen jeden kurzen Trip zum tödlichen Lotteriespiel. Regierungsanhänger und Regierungsgegner haben sich in ihren Vierteln verschanzt. We didn't launch the war and we didn't choose. Wir haben den Krieg nicht angefangen. Und wir haben uns diese Art des Krieges nicht ausgesucht, weil wir uns den Krieg auch nicht ausgesucht haben. Zu uns kommen Terroristen mit allen möglichen hochentwickelten Waffen. Sie haben angefangen, Leute umzubringen, die Infrastruktur kaputt zu machen, öffentliche Einrichtungen zu zerstören. Wir verteidigen uns so, wie es die Umstände erfordern, wie es die Taktik des Gegners erfordert. Sie benutzen schwere Waffen. Deswegen schlagen wir in der gleichen Weise zurück. Die Regierung machte viele Fehler. Sie hat zu lange nicht auf die legitimen Forderungen der Opposition reagiert. Die Proteste degenerierten dann zu Gewalt auf beiden Seiten. Und nun haben wir bedauerlicherweise eine weitere Militarisierung des Konflikts. Die Opposition macht mehr und mehr Boden gut. Sie bekommt von außerhalb Unterstützung. Die Regierung wiederum reagiert auf die Gewalt der Opposition. Diese Gewalt wiederum war ursprünglich durch die Fehler der Regierung hervorgerufen. Es ist ein Teufelskreis. Ihm ist das nicht passiert. Hafez al-Assad, der Vater von Bashar al-Assad. Über 30 Jahre hatte er eine Schlüsselposition im Nahen Osten. Der autoritäre Herrscher putschte sich 1970 an die Macht. Syrien wurde unter ihm der arabische Frontstaat gegen Israel. Das verschaffte dem ehemaligen Luftwaffengeneral hohes Ansehen in der Region. Mit ihm begann der Aufstieg der Alawiten im Land. Die Alawiten waren diejenigen, die immer diskriminiert worden sind als kleine ethnisch-religiöse Gruppierung. Und als Hafez al-Assad die Macht übernommen hat, da waren das genau die Leute, die er systematisch in die Sicherheitskräfte, in das Militär hineingesteckt hat. Alle führenden Schlüsselpositionen, fast alle, wurden besetzt von Alawiten, sodass er
auf diesem Wege die Kontrolle weitgehend über den Staat, über die Sicherheit, über die politischen Institutionen sicherstellen konnte. Als Hafez al-Assad stirbt, wird sein Sohn Bashar von der alawitischen Elite automatisch als Nachfolger installiert. Der Clan ist nicht bereit, die einmal errungene Macht in Frage zu stellen. Assad Junior gilt als Hoffnungsträger. Er ist Augenarzt und hat im Westen studiert. Die Opposition in Syrien verspricht sich von dem Generationswechsel Reformen und mehr politische Mitsprache, weniger Vetternwirtschaft und mehr Freizügigkeit. Auch der Westen setzt fürs Erste auf den neuen Machthaber. Anfangs erfüllt Bashar al-Assad durchaus die Erwartungen. Er lockert die Zensur und den eisernen Griff der Geheimdienste, kommt den Forderungen der Opposition entgegen. Vom Damaszener Frühling ist die Rede, aber nicht für lange. Was sind die Kriterien, was die Schnelligkeit für Reformen angeht? Keiner hat die. Wenn Sie Auto fahren, da gibt es ein Schild, das sagt 100 Kilometer pro Stunde. Und bei Reformen? Hat jemand die genauen Kriterien oder einen Geschwindigkeitsmesser? Das Ganze ist doch subjektiv. Für die Opposition in Damaskus waren die Forderungen nach mehr politischer Beteiligung und Meinungsfreiheit weniger subjektiv als vielmehr dringend notwendig. Sie beginnt sich zunehmend zu organisieren und zu vernetzen. New York. Seit Monaten blockieren sich die Großmächte im UN-Sicherheitsrat. Russland und China wollen die Assad-Regierung einbeziehen. Die USA bestehen auf einer Syrien-Lösung ohne Assad. Wir glauben nicht, dass die Souveränität eines Staates bedeutet, dass der Sicherheitsrat schweigen muss, wenn Regierungen ihre eigenen Leute massakrieren und die regionale Stabilität und Sicherheit bedrohen. Und wir verbitten uns, den Vergleich zwischen vorsätzlichem Morden durch die militärische Maschinerie der Regierung und die Aktionen der Selbstverteidigung von Zivilisten. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass der syrische Staat zu einem großen Teil für die gegenwärtige Situation verantwortlich ist. Aber niemand kann die Tatsache ignorieren, dass seit ziemlich langer Zeit keineswegs unbewaffnete Männer, sondern Kampfeinheiten, die sogenannte Freie Syrische Armee und Gruppen wie Al-Qaida Terrorakte verüben. Auch China unterstützt die russische Position, mit der Assad-Regierung zu verhandeln. Da gab es die, die meinten, Assad müsse gehen. Auch die syrische Opposition stellte diese Bedingung. Solange Assad da sei, gäbe es keine Reformen. Und dann gab es die Russen und die Chinesen, die für Vorsicht plädierten und vor einem chaotischen Kollaps warnten. Man brauche einen Fahrplan für einen Übergang. The transitional arrangements have to be in place. Der deutsche Beitrag für den Übergang macht sich an diesem Morgen im Hafen von Lübeck-Travemünde auf die Reise. Eine dänische Fähre soll 300 Fahrzeuge und 30 Container in die türkische Hafenstadt Iskenderun bringen. Nur die Patriots bekommt die Presse bei der PR-Aktion der Bundeswehr nicht zu sehen. Die werden aus Sicherheitsgründen in einem anderen Hafen zugeladen. 14 Tage wird das gemietete Schiff für die Reise brauchen. Ob ein syrischer Angriff auf die Türkei überhaupt ein realistisches Szenario ist, darüber reden weder Bundeswehr noch Kanzleramt. Und auch der Verteidigungsminister mag uns dazu kein Interview geben. Die Türkei hat mit 700.000 Mann eine der bestausgebildeten und ausgerüsteten Armeen des Nahen Osten, beschreibt eine Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik die Lage vor Ort. Und selbst in der Entschließung des Bundestages zum Bundeswehreinsatz heißt es, der politische Wille des syrischen Regimes zum Einsatz seines Waffenarsenals gegen die Türkei sei derzeit nicht erkennbar. Die Bundeswehr ist nicht alleine unterwegs. Auch die Niederlande und die USA schicken Patriots in die Türkei. Militärischen Sinn macht die ganze Aktion nicht unbedingt.
diese ganze militärische Aktion, die von Erdogan initiiert worden ist, dient im Wesentlichen dazu, hier Muskeln spielen zu lassen. Aber eine Verteidigungssituation sich vorzustellen, ein Angriff der Syrer auf die Türkei, geht völlig an den Realitäten vorbei. Auch er lässt die Muskeln spielen. Das Stück, das Bashar al-Assad fast zeitgleich vor Anhängern im Opernhaus zu Damaskus inszenieren lässt, heißt Allgemeine Mobilmachung. Auf zum letzten Gefecht. Bashars Aufruf an sein Volk ist ein Ruf nach einem syrischen Volkssturm, dem sich nun jeder wahre Patriot des Landes anzuschließen hat. Er wird sein Amt nicht aufgeben. Die Durchhalteparolen sind ein dramatischer Appell an die eigenen Leute. Wenn Assad stürzt, wissen seine alawitischen Anhänger, werden auch sie stürzen. Bestenfalls wieder eine unbedeutende Minderheit werden, wie vor den Zeiten des Assad-Clans. Nur mit dem Unterschied, dass sich viele an ihnen rächen wollen. Was bleibt, ist ekstatische Selbstbeschwörung. Mit unserem Blut und unserer Seele werden wir dich verteidigen, skandieren sie. Der Krieg in Syrien wird längst nicht nur mit Kalaschnikows und Flugzeugbomben geführt. Es ist auch ein virtueller Krieg mit Internet und elektronischen Netzwerken. Mit Nachrichten über echte und vermeintliche Massaker der jeweils anderen Seite. Und Bildern gegen staatliche Zensur und Propaganda. Es geht um psychologische Kriegsführung. Wer die Herrschaft über die Bilder des Krieges hat, hat Einfluss auf politische Entscheidungen. Das war schon in Ägypten so und in Tunesien. Jetzt auch in Syrien. Und in diesem Kampf ist die Opposition der Sieger. Falsche Informationen und psychologische Kriegsführung machen einen sehr großen Teil dieses Krieges aus, des syrischen Bürgerkriegs. Es ist bedeutend schlimmer als in früheren Kriegen, mit denen ich zu tun hatte. Egal ob Somalia, Ruanda, Bosnien oder der Kosovo. Das hier ist bei weitem das Schlimmste. Es ist unglaublich schwierig, unparteiisch oder unbeeinflusst zu verhandeln. Man muss ungeheuer vorsichtig sein, wenn man Informationen einschätzt und analysiert. Ugarit News ist eines der großen Netzwerke der syrischen Opposition, die weltweit und im Minutentakt die Öffentlichkeit mit Nachrichten und Bildern füttert. Die Webseite ist in Deutschland registriert. Der Wahrheitsgehalt der Botschaften ist allerdings schwer nachzuprüfen. Es sind die Aktivisten der Opposition und keine unabhängigen Journalisten, die Videos und Meldungen ins Netz stellen. Es hat kein Beispiel gegeben, wo es einer Konfliktpartei so rasch und so überzeugend gelungen ist, den medialen Krieg für sich zu entscheiden. Durch die systematische Verteilung auch von Videokameras ist es gelungen, hier die Medienvorherrschaft zu bekommen, die weltweiten Medien zu versorgen mit exzellentem Videomaterial. Und gerade das ist es, was das Fernsehen benötigt. Szenen aus der Stadt Halfaya. Das Internetvideo soll belegen, so Oppositionelle, dass Assads Luftwaffe auch systematisch Jagd auf Zivilisten macht, die vor Bäckereien für Brot anstehen. Zu sehen sind bewaffnete Männer, die sich um verletzte Menschen bemühen. Wir kennen den Grund für den Luftangriff nicht, bewertet die New York Times das Video unter der Überschrift »Was wir nicht wissen«. Es kann durchaus sein, dass der Luftangriff direkt mit dem Einmarsch von bewaffneten Kämpfern nach Halfaya zusammenhängt. Videoaktivisten der Opposition filmen den blutigen Vorfall und stellen ihn ins Internet. Der Grund für den Bombenangriff lässt sich allein mit den Bildern nicht belegen.
Die Flut der Videos aus dem Internet stellt nicht nur die Redakteure der Tagesschau vor Probleme. Oft gibt es keine anderen Belege oder unabhängige Zeugen. Das Kämpfen und Sterben in Syrien ging auch heute weiter. Amateuraufnahmen aus dem Internet sollen Angriffe auf Homs zeigen. Seit Tagen wird die Stadt beschossen. Alle sind schon einmal auf Videos reingefallen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatten. Die ARD, das ZDF, die BBC. Das Geschäft mit den News ist ein schnelles Geschäft. Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass es diese Quellen gibt. Das Einfachste wäre zu sagen, nee, das ist alles IGT-Git und ist nicht gesichert, wir lassen das außen vor. Damit würden wir, glaube ich, unserem Job nicht gerecht. Aber es ist eine Heidenarbeit und ich komme nur aus dieser Falle raus, wenn ich wirklich journalistisch intensiv mich mit der ureigensten Aufgabe eines Journalisten befasse, nämlich der Recherche. Der Verweis auf das journalistische Handwerk hilft nur bedingt weiter. Recherchen stoßen bei der Kriegsberichterstattung schnell auf enge Grenzen. Unabhängige Quellen in Krisengebieten wie Syrien lassen sich nur schwer auftreiben. UN-Beobachter vor Ort gibt es nicht mehr. Auch die meisten Korrespondenten arbeiten nicht im Land und sind ebenfalls auf die Internetquellen angewiesen. Der dauernde Output des Netzes erhöht den Druck in der Newsbranche. Auch Zeitungen geht es da nicht viel anders. Und so bleibt oft genug nichts anderes übrig, als weiter im Internet zu suchen, nach weiteren Bildern und Nachrichten. Die politischen Akteure haben sich längst darauf eingestellt. Der große strategische Gewinn dabei ist, hier sind als erstes die Bilder da. Die werden verbreitet. Auch wenn dann am Schluss der Zusatz kommt, man kann den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen, aber diese Bilder sind draußen. Diese Bilder sind so blutig, so überzeugend, dass die Meinung der Weltöffentlichkeit sich lange gebildet hat, bevor auch nur die Chance besteht, das tatsächlich zu überprüfen. Diese Bilder sind auf dem Markt. Und insofern, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, zu verifizieren, sind sie von heute. Ist tatsächlich heute ein Massaker dort passiert? Dann würde ich sagen, ja, wir verwenden diese Bilder. Aber wenn wir nicht hundertprozentig wissen, wem ist dieses Massaker zuzuschreiben, dann werden wir es auch nie behaupten. Wir werden den Zuschauern sagen, was spricht dafür, dass es regimetreue Täter waren. Und wir werden ihnen sagen, ob dies eine gesicherte Information ist oder nicht. Der Hafen von Iskenderun in der Türkei. Die Polizei sichert die Ankunft der deutschen Patriots. Nicht jeder hier ist von dem NATO-Einsatz in Sachen Syrien begeistert. Wenig später werden Bundeswehrsoldaten im türkischen Einsatzgebiet bedrängt und angepöbelt werden. Mit dem Begriff Demokratie verbindet die Region im Nahen Osten sehr unterschiedliche Erinnerungen. Es ist nicht die erste ultimative Forderung nach einem Regimewechsel mit ziemlich einschneidenden Folgen für die Gegend. Die Leute, die da sagen, das Regime muss ausgewechselt werden, sind bewusst oder unbewusst motiviert von der Vorstellung einer großen mittleren Osten- und Nordafrika-Region. George Bush Jr. hatte einst verkündet, Demokratie im mittleren Osten ist unser höchstes Ziel. Die Probleme, die wir dadurch jetzt in Afghanistan und Irak haben, werden uns noch lange beschäftigen. Wir haben noch immer eine beunruhigende Lage in Ägypten. Das Land hat keine Lösung parat, um die Nation zu einen. Und wir haben jede Menge Probleme mit Libyen. Für den Chef der deutschen Raketentruppe zählt erst einmal nur, dass das militärische Gerät heil vom Schiff kommt. Auch wenn Oberst Ellermann durchaus registriert, dass sich vor dem Hafengelände Protest gegen den deutschen Einsatz auf türkischem Boden formiert. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat seine ganz eigene Theorie über die Patriots. Das ist Teil des NATO-Raketenabwehrschildes, der schon vor einem Jahr in der Türkei angefangen hat. Die Türken wollten das nicht sagen, weil viele Türken dagegen sind.
that Turkey is part of this program. Und der zweite Aspekt ist, dass der türkische Premierminister Erdogan versucht, alle Türken für seine Politik gegen Syrien zu gewinnen, was allerdings fehlgeschlagen ist. Deswegen lässt er die Patriot-Raketen an unserer Grenze aufstellen, um den Eindruck zu vermitteln, die Türkei sei in Gefahr. Syrien würde die Türkei angreifen, was unrealistisch ist. Darum geht es mit den Patriots. Sie dienen der türkischen Innenpolitik. Im Hafen muss Oberst Ellermann einmal mehr der Presse die Mission der deutschen Equipe erklären. Es gilt die Sprachregelung, die auch beim Abschied in Deutschland verordnet wurde. Dass der Einsatz fürs Erste also nichts anderes sei als eine Vorsichtsmaßnahme. Für den Fall der Fälle, von dem auch der Oberst Ellermann hofft, dass er nicht eintritt. Jetzt in den nächsten Tagen in Kahramanmaraş mit dem Waffensystem ankommen. NATO authorities and the Turkish authorities as well. Wobei Markus Ellermann durchaus noch einmal betont, dass seine Mannschaft für den Ernstfall bestens ausgebildet sei. Der Einsatzbefehl für militärische Aktionen in der Türkei liege zudem ohnehin beim Oberkommando der NATO. Für Ellermann wäre die militärische Operation ohne dies schon ein Erfolg, wenn seine Soldaten keine einzige Rakete abfeuern müssten. Dann machen sich die Luftabwehrspezialisten auf die letzte Etappe zu ihrem Standort, gut 100 Kilometer entfernt im türkischen Hinterland. Wir stellen uns die Falle selbst. Wir erlauben den Umständen, uns eine Falle zu stellen. Ich glaube, die Stagnation in Syrien wird noch ziemlich lange anhalten. Es sei denn, die internationale Gemeinschaft ändert ihren Ansatz und findet einen gemeinsamen Weg mit den unterschiedlichen Seiten. Ich sehe keine militärische Lösung. Das Leben in Aleppo ist seit gut einem Jahr ein ständiger Kampf. Ob es die Bomben von Assads Luftwaffe sind oder die Scharfschützen der Rebellen. Für die, die in den sogenannten befreiten Stadtteilen leben, ist jeder Tag ein neuer Versuch, das Überleben in dem Chaos zu organisieren. Die Aufständischen der Freien Syrischen Armee verteilen Essen. Der Erfolg im Bürgerkrieg hängt auch davon ab, ob die Versorgung funktioniert. Die Bäckerei macht seit Kriegsbeginn nur noch gelegentlich auf. Immer dann, wenn sie mal wieder mit Mehl versorgt wird. Auch wenn viele die Assad-Regierung ablehnen, die Sympathie für die Revolutionäre hält sich in Grenzen. Die Paranoia des Bürgerkrieges tut das Übrige. Dass die Patrouillen der Freien Syrischen Armee jeden jungen Mann in ihrem Viertel für einen potenziellen Assad-Anhänger halten, belastet das Klima zwischen Stadtbevölkerung und Aufständischen zunehmend. Ich heiße Ibrahim Ahmed und wohne da drüben. Wo genau, will der Kommandant der Patrouille wissen. Da drüben, ich kann es euch zeigen. Im Hauptquartier haben die Rebellen einen weiteren Festgenommenen in die Mangel genommen. Der Mann trägt verdächtige Papiere mit sich, möglicherweise ein Anhänger von Assads gefürchteten Milizen. Er kommt jetzt in ein Gefängnis, sagen die Befreier ihm. Wohin genau, sagen sie nicht. Irgendwo, auf befreitem Territorium. Das vergiftete Klima zwischen den Fronten hat seinen Job von Anfang an schwer gemacht. Kofi Annan pendelte im Auftrag der UN und der Arabischen Liga über Monate zwischen Assad und seinen Gegnern, um eine Lösung zu finden. Wir hatten gleich angefangen, den Konflikt in Syrien zu diskutieren. Und ich habe mich vorrangig auf die Frage der Gewalt konzentriert. Wenn Sie Erfolg haben wollen, sagte ich Annan, dann müssen Sie sich mit Ihrer Initiative auf die Frage der Gewalt konzentrieren. Wenn Sie nicht die Terroristen stoppen, die nach Syrien kommen, hauptsächlich aus der Türkei und Katar, werden Sie scheitern. Und wenn Sie nicht den Geldfluss von außerhalb stoppen, der hier das Feuer schürt, dann wird der ganze Versuch scheitern.
Das war der zentrale Punkt unseres ersten Treffens. Ich hatte bei diesem Treffen das Gefühl, dass er die Wirklichkeit nicht akzeptierte. Er argumentierte, dass es in Syrien selbst keine Probleme gibt und dass die Probleme in Syrien nur durch ausländische Feinde verursacht würden. Und wenn diese Fremden Syrien verließen, würden die Syrer schon ihre eigenen Probleme bereinigen. Mit anderen Worten, er nahm den Streit im Inneren und die Bürgerrechtsbewegung, die dann zum Bürgerkrieg von heute führte, überhaupt nicht wahr. Anans Versuch zu vermitteln stoppt das Töten nicht. Auf beiden Seiten steigt die Zahl der Toten. Weit über 60.000 Opfer hat die UNO bislang registriert. Katar, Saudi-Arabien und die USA unterstützen die radikale Forderung der Opposition, Assad müsse zurücktreten, bevor mit seinem Regime überhaupt verhandelt werden kann. Für die Regierung in Damaskus ist dies die dauerhafte Kriegserklärung. Kofi Annan erreicht zwar für einen kurzen Moment einen Waffenstillstand, doch der hält nur für Stunden. Annans Problem sind die unzähligen Parteien im syrischen Bürgerkrieg. Neben der zersplitterten Opposition mit dem syrischen Nationalrat, dem SNC, mischen die Großmächte und vor allem Staaten in der Region mit. Wir hatten da den syrischen Nationalrat und dann gab es ja noch die Regierungen, die Zugang zur Opposition hatten. Regierungen wie Saudi-Arabien, Katar und die Türkei. Und ich als Vermittler musste mit ihnen arbeiten und brauchte ihre Hilfe. Genau wie ich auch die Hilfe von Russland und die des Irans brauchte, wenn ich jemanden auf der Regierungsseite, also Präsident Assad, beeinflussen wollte. Genf, Sommer 2012. Nach Monaten frustrierender Pendeldiplomatie flackert zum ersten Mal so etwas wie Hoffnung auf konkrete Verhandlungen auf. Annan schafft es, alle beteiligten Staaten an einen Tisch zu bringen. Über Stunden verhandelt er mit den wichtigsten Playern im Syrien-Konflikt. Nach dem Sitzungsmarathon kann der einstige Generalsekretär der UN ein Papier präsentieren, erstmals ohne die Standardformulierung der Opposition, Verhandlungen seien nur ohne Bashar al-Assad möglich. Die Hauptschritte für jede Art von Übergang schließen eine Übergangsregierung ein. Und diese Übergangsregierung kann Mitglieder der gegenwärtigen syrischen Regierung und der Opposition und anderer Gruppen enthalten, auf der Grundlage eines gemeinsamen Beschlusses. Doch Stunden später ist von der demonstrativen Einigkeit nichts mehr übrig. Wir haben hier nun die Fiktion beendet, dass er und die, die Blut an ihren Fingern haben, an der Macht bleiben können. Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Assad-Regime geglaubt hat, dass wir mit einer gemeinsamen Erklärung herauskommen würden. Nicht nur, dass wir darin unsere Sorgen ausdrücken, sondern dass es auch ein Schritt nach vorne ist, zusammen mit Russland und China. Und Assad muss laut und deutlich hören, dass seine Tage gezählt sind. Wir haben uns in Genf auf keinerlei Vorbedingungen geeinigt. Dort wurde gesagt, dass die Regierung und die Opposition die Kämpfe einstellen und Verhandlungsführer benennen müssen. Diese müssen sich auf die Zusammensetzung und die Ämter einer Übergangsregierung verständigen. Diese neue Regierung würde die ganze Macht besitzen
auch das Kommando haben über die Polizei und die Sicherheitskräfte in Syrien. Was mich als Präsidenten angeht, sollte die Entscheidung beim syrischen Volk liegen. Und wenn das syrische Volk mich nicht als Präsidenten will, wie könnte ich dann noch bestehen? Das muss durch einen nationalen Dialog passieren. Und was immer dieser nationale Dialog beschließt, das werden wir als Regierung beschließen. Auch was mich angeht. Der Hass auf beiden Seiten als Folge des blutigen Bürgerkrieges vergrößert die Chancen auf einen nationalen Dialog nicht. Ein UN-Konvoi auf dem Weg nach Hula, jener Ort, der ein Symbol für die Grausamkeit in Syrien geworden ist. Bilder im Internet Ende Mai 2012. Leichen von abgeschlachteten Kindern und Frauen. Assad-Anhänger sollen nach Angaben der Opposition dieses Massaker begangen haben. Die bestialischen Morde ereignen sich am Vorabend eines weiteren Annan-Besuches in Damaskus. Der UN-Vermittler setzt noch immer auf einen Dialog zwischen Opposition und der Assad-Regierung. Ich habe es in den Nachrichten gehört und war geschockt. Über 100 Menschen waren umgebracht worden und es gab 300 Verwundete. Alles auf einmal. Das war etwas, was es in diesem Krieg bislang noch nicht gegeben hatte. Ein Wendepunkt. Alle waren tief besorgt, ob das nun die Zukunft sein würde. Dann Gnade Gott Syrien und uns allen. Die wenigen UN-Beobachter sind einmal mehr zu spät gekommen und hilflos. Nicht alle sind der Ansicht, dass Assad-Truppen für das Morden verantwortlich sind. Das Massaker in Hula ist ein Wendepunkt im syrischen Konflikt, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung nach intensiven Recherchen. Die westliche Öffentlichkeit beschuldigt die syrische Armee. Die Version kann aufgrund von Augenzeugen bezweifelt werden. Demnach sind die Zivilisten von sunnitischen Aufständischen getötet worden. Wir hatten ja die UN-Beobachter da. General Mood hat mir einen Bericht geschickt und angekündigt, dass sie den Vorfall untersuchen. Wir waren vorsichtig mit Vermutungen, wer die Täter waren und was passiert war. Wir wollten erst die Untersuchungen abwarten. Der Vorfall ist bis heute umstritten. Eigene Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes hat die Bundesregierung sperren lassen. Bilder der Beerdigung aus dem Internet. Als direkte Reaktion auf das Massaker weisen Tage später die USA, Frankreich und Deutschland den syrischen Botschafter aus. Der diplomatische Wendepunkt. Die öffentliche Bereitschaft zu glauben, dass nur das Assad-Regime das Hula-Massaker begangen haben kann, zeigt auch der Umgang mit einem Foto, das die BBC nach der Tat online stellt. Mit Hula hat es nichts zu tun. Das Foto zeigt Leichen aus dem Irak von 2003. Die BBC muss das Foto austauschen. Die Menschen, die in diesem Massaker umgebracht wurden, waren Unterstützer dieses Staates. Loyal zur Regierung. Warum sollte eine Regierungsmiliz Menschen umbringen, die loyal zur Regierung stehen? Das ist ein Widerspruch und unrealistisch. Es waren Milizen der Terroristen, die in diesem Dorf das Massaker verursacht haben. Sie haben dann Fotos gemacht und auf YouTube gestellt. Die Fernsehsender haben dann gesagt, es war die Regierung. Es waren die Gangs der Terroristen. Die natürliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft und der Presse war, dass sie die Regierung verantwortlich machte wegen vergangener Massaker. Das Argument, niemand habe solche Waffen, um diese Art von Verletzungen zuzufügen, außer der Regierung. Die deutsche Flugabwehr auf der letzten Etappe in Richtung Einsatz. Die Raketen werden 100 Kilometer hinter der syrischen Grenze aufgestellt, nahe der Stadt Karaman Maraş. Von dort können die Patriots den syrischen Luftraum nicht erreichen, sondern nur Flugzeuge abschießen, die in den türkischen Luftraum eindringen, sagt die Bundeswehr. Berlin will sich nicht an einer Flugverbotszone an der Grenze beteiligen. Mit Hilfe einer solchen Zone startete die NATO damals in Libyen ihren Krieg gegen Gaddafi.
Der türkische Ministerpräsident hat einen solchen Korridor auch für Syrien gefordert. Bislang vergebens. Mit uns will Erdogan nicht darüber sprechen. Das Raketensystem selbst ist mobil. Die Patriots können im Fall der Fälle auch Stunden später an der syrischen Grenze eingesetzt werden. Ein letzter Stopp, bevor es auf türkisches Militärgelände geht. Eine letzte Orientierung. Die Flugabwehrraketenstaffeln 21 und 24 aus Sassnitz und Bad Sülze sind angekommen. Paris, 2012. Hier haben die Freunde Syriens Kofi Annans Friedensplan endgültig beerdigt. Die Opposition setzt mehr denn je auf eine militärische Lösung und fordert einmal mehr den Rücktritt Assads als Bedingung für jede Form von Verhandlung. Das Genfer Protokoll, auf das sich alle eine Woche zuvor geeinigt haben und das eine gemeinsame Übergangsregierung fordert, soll nicht mehr gelten. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton fordert schärfere Sanktionen bis hin zur militärischen Gewalt gegen Syrien. Und sie will dafür einen ganz speziellen Entschluss des UN-Sicherheitsrates. Wir sollten einen Schritt zurückgehen und um einen Beschluss im UN-Sicherheitsrat nachsuchen, damit wirkliche und konsequente Schritte eingeleitet werden, falls Assad nicht ernst macht. Und das bedeutet auch Sanktionen nach Kapitel 7. Ich fordere Sie auf, versuchen Sie, Russland und China einzubinden. Ich will Ihnen ganz klar sagen, Russland und China glauben, keinen Preis dafür bezahlen zu müssen, dass sie sich für das Assad-Regime einsetzen. Nach dieser Konferenz wird Kofi Annan erklären, dass er seine Vermittlungsbemühungen beenden wird. Es war nicht hilfreich. Es war wirklich nicht hilfreich. Wenn Sie versuchen, Menschen an einen Tisch zu bringen, um zu verhandeln und eine politische Lösung zu finden, können Sie natürlich Forderungen aufstellen. Aber Sie müssen an dem Tisch auch Platz nehmen und um Ihre Positionen und Punkte kämpfen. Wenn Sie als Vorbedingung für Gespräche fordern, Assad muss zurücktreten, machen Sie es unmöglich, die Leute an einen Tisch zu bringen. Es war klar, dass er das nicht akzeptieren würde. Ich bin erleichtert, dass sich diese Vorstellung offenkundig ändert. Man scheint zu begreifen, dass dieses Assad-muss-gehen-Mantra der falsche Ansatz war, dass man sich hinsetzen und reden muss. Ich hatte das Gefühl, dass einige Leute glaubten, ihr Ziel müsste es sein, Russland zu überzeugen, seine Position zu ändern. Und als wir fragten, welchen Positionswechsel wollt ihr denn, dann sagten sie, ihr müsst dafür sorgen, dass Assad zurücktritt. Wir haben ihnen gesagt, über Assads Schicksal müssen die Syrer entscheiden. Aber mal davon abgesehen, er hört auf niemanden. Die deutschen Luftabwehrspezialisten haben sich unterdessen in Karaman-Maraş eingerichtet und die Patriots aufgebaut. Aus Syrien kommen neuerdings widersprüchliche Signale. Man wolle sich vielleicht doch mit Assad-Vertrauten treffen, sagt die Opposition. Aber nur auf befreitem Gebiet. Das ist das eine. Die andere Idee, weil die Raketen doch schon mal da sind, schlägt der einflussreiche Senator und ehemalige US-Präsidentschaftskandidat John McCain vor, könne man doch jetzt auch einmarschieren und eine Flugverbotszone einrichten.